ich euch jetzt eine wundervolle Adventszeit, eine wundervolle Vorweihnachtszeit. Auf diesem Regalbrett finden sich nun Bücher, die ich zusammen mit jemandem lesen wollte, und dann auch nochmal Sachbücher zu speziellen Themen, die so ein bisschen sortiert sind. Ganz hier drüben stehen Bücher, die ich alle mit einer Person am liebsten lesen wollen würde. Hier ein besonderes, das ist verkehrt herum, hat seine Gründe. Ich werde es aber dennoch hier im Video zeigen. Ein ganz schmales ist von Nino Haratischvili Das achte Leben für Brilka. Wer dieses Buch, diesen Roman kennt, der weiß, das ist wahnsinnig dick und wahnsinnig voll an Informationen an mehreren Generationen aus Georgien. Nino Haratischvili habe ich vor allem dadurch schätzen gelernt, dass ich sie auf einer Lesung zu einem anderen Werk online sehen konnte und mir einen tollen Eindruck von ihr verschafft habe. Wie sie spricht, wie sie erzählt, wie sie wirkt, hat mich sehr beeindruckt und dementsprechend ist dieses Buch eingezogen. Noch ist es ungelesen. Ich habe mich zurückgehalten, jegliches anderes Werk von ihr zu kaufen, denn ich sollte doch vielleicht erstmal dieses besondere, berühmte, bekannte Werk, dicke Werk, lesen. Der erste Teil der Reihe von Carlos Ruiz Zafón, ich glaube, Barcelona-Reihe, Trilogie, Quadrologie, wie auch immer heißt es, Der Schatten des Windes steht hier. Von Rachel Joyce, Das Jahr, das 2 Sekunden brauchte, ist bereits eingeteilt, aber noch nicht gelesen. Es dreht sich wohl darum, dass 2 Sekunden verschwinden oder dazukommen und dadurch sich einiges verändert. Klingt ein bisschen wie die Macht des Schmetterlings, also der Butterfly-Effekt. Und ich weiß, dieses Buch hat meine Mutter vor ein paar Jahren im Urlaub sehr begeistert, so sehr, dass sie es aus der Bibliothek im Hotel genommen und in wenigen Tagen verschlungen hat. Und das ist nicht ganz so oft bei ihr der Fall, deshalb bin ich sehr gespannt darauf, wie es mir gefallen wird. Das geheime, umgedrehte Buch ist tatsächlich von J.R.R. Tolkien, Der kleine Hobbit, also ein Fantasy-Buch. Ich lese wahnsinnig wenig Fantasy, wer mich kennt, dementsprechend ja, habe ich das so ein bisschen geheim gehalten, habe es, glaube ich, auch nirgends erwähnt, als ich es kaufte und bin immer noch gespannt, ob ich es lesen werde und ob es mir gefällt. Juli C. Neuzeit. Juli C. hat mich sehr begeistert mit Leere Herzen und vorher besaß ich bereits diesen Roman, der hinten drauf aber auch als Thriller und als sehr, sehr spannend beschrieben wird. Es geht wohl um verschiedene Bereiche Richtung Macht, Wahrheit, Lüge, Verlust. Und ich bin gespannt, was das alles kann, dieses Werk von ihr, und ob ich es dann tatsächlich lesen oder hören werde. Mit einer anderen lieben Person aus meinem Umfeld werde ich vielleicht Maya Lunde, Die Geschichte der Bienen, lesen. Maya Lunde hat in den letzten Jahren immer wieder ähnliche Bücher herausgebracht, Die Geschichte des Wassers und so weiter und so fort. Der Bäume, glaube ich, nicht. Das ist ihr Erstlingswerk meines Wissens und ich habe es schon lange vorzulesen. Es ist bestimmt spannend, denn wir brauchen Bienen in dieser Welt, um weiter leben zu können. Brianna Wiest's The Mountain Is You, wie du selbst Sabotage erkennen und überwinden kannst, vermutlich ein sehr gutes Buch für mich. Ich bin gespannt, ob ich es alleine oder mit jemandem zusammenlesen werde und wie es mir gefällt, denn ich glaube, Brianna Wiest kann sehr gut schreiben und formulieren, was gesagt werden muss. 2 kleine Exemplare von Letters of Note, einmal Liebe, einmal Katzen, bemerkenswerte Briefe, beide herausgegeben von Sean Usher. In kleinem Format das durchaus bekannte Werk von Sarah Kuttner, Wachstumsschmerz. Da dreht sich viel um das Thema Jugend, Pubertät, junge Erwachsene sein. Wie werde ich da ein Mensch? Wie finde ich mich zurecht? Und wie entwickelt sich da die Protagonistin? Ein Buch mit Weisheiten des Dalai Lama mit dem Titel So einfach ist das Glück. 2 kleine Bücher, das kleine Buch vom leichten Leben von Pascal Akira Frank, Mini-Zen-Rituale, die wirklich glücklich machen, und von Dr. Patricia Collard, das kleine Buch vom achtsamen Leben, 10 Minuten am Tag für weniger Stress und mehr Gelassenheit. Khalil Gibrans kleines Buch vom guten Leben, Weisheitsgeschichten, die Herz und Seele berühren, ziemlich selbsterklärend, herausgegeben von Neil Douglas Klotz. Von Stephanie Stahl 2 Klassiker aus dem Bereich Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung, Beziehungsentwicklung. Das Kind in dir muss Heimat finden, der Schlüssel zur Lösung fast aller Probleme. Und jeder ist beziehungsfähig, der goldene Weg zwischen Freiheit und Nähe. Das goldene Buch der Liebe von Hans Krupper widmet sich mit verschiedensten Dingen wie Gedichten, Aphorismen, Minutentexten, dem schönsten Thema der Welt, nämlich der Liebe. Ellen N. Aaron widmet sich hier der Hochsensibilität in der Liebe,
wie ihre Empfindsamkeit die Partnerschaft bereichern kann. Und zwar ist sie auch die Autorin des Standardwerks, Sind Sie hochsensibel? Das heißt, sie hat ein gewisses Ansehen in dem Thema, in dem Themenbereich und wird da gern zu Rate gezogen. Zwei Titel zum gleichen Thema von Luca Rohleder. Die Berufung für Hochsensible, die Gratwanderung zwischen Genialität und Zusammenbruch und die Liebe empathischer Menschen, die Gratwanderung zwischen wahrer Liebe und seelischen Verletzungen. Vom Buffet der guten Laune nehme ich die sauren Gurken. Eine Sammlung über Texte von Menschen über Depressionen oder mit Depressionen. Ja, diese Sammlung gab es käuflich zu erwerben bei einer Lesung von Ronja von Rönne und ist auch von ihr signiert. Diese beiden wunderschön gestalteten Werke von Hemin Sunim, Die schönen Dinge siehst du nur, wenn du langsam gehst und In der Stille findet das Glück dich leichter, sind gespickt mit wunderschönen Sprüchen und auch wahnsinnig schön gestalteten Seiten. Die Wahrheit über mich, ein Ausfüllbuch mit außergewöhnlichen Fragen, habe ich kurioserweise zweimal und habe sie kein einziges Mal ausgefüllt bisher. Wer weiß, vielleicht schaffe ich das noch oder verschenke auch das eine Buch der beiden. Das war's für heute mit dem Regalbrett und damit wünsche ich dir einen wundervollen Tag und komm gerne morgen wieder für das nächste Regalbrett und für weitere Bücher, die ich dir zeigen möchte. Bis dahin, mach's gut und tschüss!